Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Ja, es folgt Herr Kollege Stadler. Herr Präsident, das ist heute einer der finalen Akte für den Beitritt Kroatiens. Und nun soll man bitte beachten, wie lange man Kroatien hingehalten hat. Kroatien hat kein Teilterritorium eines Mitgliedslandes besetzt, wie das die Türkei in Zypern macht. Kroatien hat nie ein Mitgliedsland der Europäischen Union die Anerkennung verweigert. Kroatien hat sich ständig bemüht, die Vorgaben der Europäischen Union zu erfüllen, wenn auch das Bemühen nicht immer von dem gewünschten Erfolg getragen war, aber das Bemühen war ein echtes. Und trotzdem wurde Kroatien so lange hingehalten. Ich bin froh, dass das heute jetzt mit diesem Entschließungsantrag in die finale Phase geht. Ich möchte allen neu gewählten Abgeordneten, die von der kroatischen Bevölkerung für dieses Parlament gewählt wurden, zu ihrer Wahl gratulieren. Und möchte aber darauf hinweisen, dass das wiederum ein Signal ist der Verweigerung, dass die Bevölkerung in diesen Ländern beginnt, die Europäische Union zunehmend abzulehnen. 21% Wahlbeteiligung sind ein klares Signal, eine Abstimmung mit den Füßen, dass man offensichtlich von dieser Unionsentwicklung nichts hält, selbst in einem neuen Mitgliedsland wie Kroatien. Das sollte als Signal bitte erkannt werden. Vielen Dank, Herr Kollege Stadler. Es folgt Herr Kollege Repo. Arvoisa. Herr Präsident. Wir müssen Kroatien sehr warm willkommen heißen in unserer gemeinsamen Union. Die Europäische Union, es gibt Nachfrage für unsere Union und die Mitgliedschaft wird in den Nachbarstaaten als etwas Positives gesehen. So gut, so ist es gut. Ich bin selber der Meinung, dass die Europäische Union